Mai. Ach, also es, jetzt lief die Uhr nicht. Ich habe gedacht, jetzt läuft die Uhr nicht. Also moin, moin, meine Lieben. Hier bin ich. Schon wieder 2 Wochen, ne? Habe ich verschlafen die halbe Zeit. Tut mir leid. Ich hätte mich schon eher melden können. Aber ja, ich bin müde. Heute nicht. Heute nicht. Morgen dann. Nee, dann eben nicht. Na gut. Fangen wir mal an. Gesundheitszustand. Ja, leider habe ich, ich habe ja gesagt, ich müsste so viel zunehmen. Die Woche habe ich dann noch 1 Kilo verloren. Leider. Aber dann hat mir die Andrea von Senovi Strikt mir einen sehr guten Tipp gegeben. Ich habe mir jetzt einen Wecker gestellt. Alle 2 Stunden schellt er und da muss ich was essen. Und das habe ich jetzt eine ganze Woche durchgezogen und jetzt habe ich nichts mehr abgenommen. Ich habe aber auch nicht zugenommen, aber ich habe nichts abgenommen. Das heißt, wir sind jetzt mal stabil, ne? Und am Montag muss ich ja zum Arzt. Mal gucken, was er sagt, ne? Ich glaube, da gibt es wieder Finger, du. Ja, leider. Aber ich habe so ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie, wenn ich abends meine zweite Dosis eingenommen habe, dass ich glaube, so ein kleines Hungergefühl zu verspüren. Ich meine, es kann auch eine Meinung sein, aber ich denke, das wird. Ansonsten geht es mir ganz gut, muss ich sagen. Mental geht es mir gut. Konzentration geht besser. Nur mit der Müdigkeit, ja. Also meine Tage sind recht kurz, weil ich relativ früh schlafen gehe. Ne? Und meistens so, wenn ich dann letzte Woche hatten wir eine anstrengende Woche in der Schule. Da hatten wir morgens Buchhaltung. Und am Nachmittag hatten wir Projekt im BWL. Also Projekt heißt immer Prüfung. Ne? Boah, das war schon echt anstrengend. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Note geschrieben im BWL. Also heißt das, ich kann mich doch auch trotz allem noch ganz gut konzentrieren, ne? Wenn es sein muss. Ne? Ja. Was habe ich noch heute? Wir fangen mal so an. Ich möchte wieder was verlosen. Ich schreibe es aber nicht in den Titel, weil ich nicht möchte, dass jetzt irgendwer mitmacht, der noch nie hier war oder so, ne? Also es soll schon unter uns bleiben. Ach ja, nochmal was anderes. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich die letzten 2 Videos immer euch nur Herzchen gegeben habe für die Kommentare. Ich bin echt zu müde, um euch zu beantworten. Das tut mir leid. Also, ich muss mich dafür ganz, ganz, ganz viel entschuldigen. Aber das wird auch wieder kommen, ne? Ich lese eure Kommentare, dafür kriegt ihr ein Herzchen, dann wisst ihr, Sonja hat's gelesen. Es hat auch eine Zuschauerin mich noch gefragt, habe ich gesehen vor 1, 2 Tagen. Unter einem Video, welche Wolle ich genommen habe für mein Manda, also für meine Sophie. Das kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, weil es waren 5 bis 6 verschiedene Farbverläufe, die ich genommen habe, die nur mit dem Farben zusammengepasst haben. Also er war von Glorietünchen bis 100 Farbspiele bis Lady Di. Bis Julia. Ja, da seht ihr es schon, ne? Vulpedia. Puh, war alles dabei. Also das kann ich dir nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall waren es, glaube ich, ungefähr 4000 Meter. Im Ganzen. Ja.
Ja, dann mit der Verlosung. Ich möchte eine Verlosung starten, weil ich habe ja die 2000 jetzt schon lange, sind ja jetzt, ja, haben wir ja schon, jetzt kommen wir schon, fast schon bei 2300 und jetzt möchte ich eine Verlosung starten. Ich sage euch nicht, was ihr kriegt, aber ihr kriegt was. Und ihr müsst mir auch was dafür schreiben, weil es mich einfach mal so interessiert. Also, was möchte ich im Kommentar lesen? Ich möchte im Kommentar lesen, warum schaut ihr euch Podcasts an? Ist es das Gelabers, die Geschichten um die Leute, die um meine Kollegen, die Podcasts machen? Ist es das, was sie euch zeigen, was sie eingekauft haben? Ist es, was sie gemacht haben? Oder ist es einfach nur das Ganze drumherum? Also, ich möchte einfach nur wissen, was interessiert euch an dem Podcast? Oder warum schaut ihr den Podcast lieber als die, also nicht namentlich jetzt, aber warum schaut ihr euch so ein Podcast lieber an als solch ein Podcast. Es würde mich einfach mal interessieren, weil auch ich habe meine Favoriten, die ich mir immer angucke. Und ich habe gemerkt, ich mag es, wenn die Leute ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen. Und ich mag, wenn sie was eingekauft haben. Und dass das, was sie so machen, das ist zweitrangig, also für mich jetzt. Also ich gucke es mir natürlich an, aber für mich ist ein Podcast interessant, wenn auch ein bisschen was erzählt wird. So. Und ich möchte ganz einfach nur von euch wissen, warum guckt ihr euch Podcasts an? Oder welche Podcasts gefallen euch? Oder wie? Welcher Aufbau eines Podcasts gefällt euch? Ja, das müsst ihr mir reinschreiben. Und unter all diesen werde ich eine auslosen. Und die wird ein ganz, ganz schönes Paket bekommen mit Wolle. Ich zeige es euch noch nicht, was es ist. Und wenn wir das dann auslosen, dann zeige ich auch, was diejenige kriegt. So, das wollte ich euch. Also macht ruhig alle mit. Ihr habt es euch alle verdient, weil ihr seid so nette Zuschauer. Ich lese eure Kommentare und denke ich, oh. Und ich bin dann einfach zu faul zum Antworten. Das tut mir leid, ne? Weil das ist mir dann zu viel im Moment noch. Das kommt ja wieder, ne? Ja. Was habe ich gemacht? Jetzt kommen wir zum wolligen Teil, ne? Ich habe gemacht. Wieder ein paar Socken fertig, die ich letztes Mal angenadelt habe. Die ist fertig. Ich habe wieder eine neue angenadelt. Und ich möchte euch auch zeigen, was ich schon alles geschafft habe, ne? Ich möchte euch das mal zeigen. Momentchen. Also im Grunde wäre meine Socks of the Box, die wäre schon lange fertig. Weil, schaut euch mal an. Ich habe drei Paar Socken. Die sind für meinen Bruder. Ich habe drei Paar Socken. Die sind für Omi. Ich habe drei Paar Socken. Die sind für meine Schwägerin. Ich habe drei Paar Socken. Die sind für meine Mutti. Also das sind schon 3, 6, 9, 12. Und jetzt kommen die letzten. Die sind für Papa. Ich bin mit dem zweiten Paar zugange. Also fehlt noch ein Paar. Und dann habe ich meine alle fertig gemacht, die ich fertig haben wollte. Was sagt ihr denn dazu, ne? Und das schon im Juli? Ja, Prösterchen und wieder Marion, ich habe sie abgewischt, ne?
Dann, Leute, habe ich ja wie verrückt nach diesem Schiebschiffsgarn gesucht. Und ich habe es gefunden. Ich zeige es euch mal. Ich habe mein Schiebschiffsgarn bestellt. Das sind 35 Knäuel Schiebschiffsgarn, stonewashed in Grün. Und wo habe ich sie gefunden? Durch eine Zuschauerin. Die hat mir gesagt, dass Kaldin dieses Schiebschiffsgarn führt. Kaldin ist die Frau von Oliver, Olli. Und dieserjenige Olli ist der, der die Zauberhölzer macht. Und sie führt das ganze Schiebschiffsgarn. Also, zu der Geschichte. Ich habe dieses Paket ausgepackt. Da fand ich noch so eine kleine Schachtel drin. Ich dachte, was ist denn das? Und einen kleinen Brief. Und da stand dann drin, dass sie meine Videos gesehen haben und dass es mir nicht gut ginge im Moment und sie würden mir eine Freude machen wollen und sie würden nicht wissen, wieso und wie und was. Und genau an diesem Tag, als sie sich diese Gedanken gemacht habe, habe ich eine Bestellung gemacht. Und als sie die Farbe gesehen haben, hat der Olli gedacht, jetzt weiß ich, was ich der Sonja mache. Der liebe Oliver hat mir einen Haken gemacht, damit ich meine Sophie, die ja aus dem Schiebschiffsgarn entstehen soll, für mich hier, für meine Wohnung, das passt nämlich wunderschön, das Grün, hat er mir einen Haken gemacht, um diese Universe zu häkeln. Ist die nicht schön? Ist das nicht total klasse? Ich habe mich so darüber gefreut, wirklich. Ich habe mich so darüber gefreut. Ich war aus dem Häuschen, ganz ehrlich. Ich muss sagen, ich finde so eine Anteilnahme von anderen Menschen, die du nicht kennst, im Grunde, also die ich ja nicht kenne, ihr kennt mich ja, aber ich kenne euch nicht so, das rührt mich, das rührt mich. Und dann noch ein Haken, ne? Ihr wisst ja, wie hakenverrückt das ich bin, ne? Und ich habe euch hier mal das Emblem von Zauberhölzer. Und hier, wo sind wir hier? Ist der Shop. Da könnt ihr da www.zauberhölzer.de. Da könnt ihr, ich setze auch mal noch in die Infobox. Da kriegt ihr jedes Schiebschiffsgarn, wenn ihr es sucht, alles und natürlich die Haken. Sie hat auch noch andere Wolle in ihrem Shop. Schaut mal rein. Es hat 3 Tage gedauert. Da war die Wolle da. Also ganz lieben Kontakt mit denen, geht super schnell. Wahnsinn. Also muss ich sagen, ich habe meine Schiebschissquelle gefunden. Danke für den Tipp. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber danke für den Tipp. Und auch danke alle anderen für die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Aber bei Kaldin war es wirklich da, wo es am schnellsten ging. Genau, und die hatte auch genug da. Also, ich bin überwältigt. Jo. Nochmals ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich, Olli. Und an Kaldin, Sabrina. Ihr seid klasse. Ich danke euch.
Es hat mir wirklich eine Riesenfreude gemacht. Dann hat die liebe Andrea, die Andrea kennt ihr ja von Zinnobestrickt. Sie hat jetzt einen Davanda-Shop eröffnet. Den Link werde ich euch auch reinsetzen. Und sie hat uns natürlich, wir sind ja in einer WhatsApp-Gruppe, und sie hat uns teilhaben lassen, ne, an ihren ersten Farbexperimenten, ne? Und die waren ja schon klasse. Und sie hat sie dann so reingesetzt und welche gefällt euch denn? Und dann haben wir dann so ausgesucht und dann auf einmal hat sie dann gesagt, ja, dann kriegt ihr die. Oh, ich sag, nein, das muss er. Doch, ihr kriegt die. Das sind meine ersten, ihr kriegt die. Und dann hat sie mir noch eine Privatnachricht geschickt. Ach ja, die Geschichte kennt ihr ja noch gar nicht. Ach ja, stimmt. Es war ja so, letzte Woche war ich müde. Und ich hatte eine Jeanshose an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die war unten sehr eng. Und manchmal bin ich zu faul, um diese Hosen dann so auszuziehen, wie man das dann ausziehen soll. Und da wollte ich das so mit den Beinen machen. Ich glaube, das hat ja schon jeder gemacht, ne? So, ziehen, ausziehen, ziehen, ziehen. So, was ist passiert? Sonja hat das gemacht und hat dann das Gleichgewicht verloren, ne? Und dann rutscht der Teppich noch weg und dann bin ich mit dem Gesicht auf meinen Nachttisch gefallen, ne? Man sieht es nicht mehr. Ich hatte ein blaues Auge. Ja. Und weil ich dieses blaue Auge hatte, sagte sie zu mir, du kannst dir noch ein aussuchen, weil du so viel Pech hattest, ne? Ja, und jetzt habe ich zwei. Und ich muss sie euch zeigen. Sie sind einfach nur toll. Übrigens, ihr Shop heißt Manana Lana. Das erste, was sie mir geschickt hat, ist Sockenwolle, vierfach, Mulle sinnfrei und er heißt Wolfsmond. Und der ist wunderschön. Wunderschön. Hier habt ihr eine wunderschöne Erklärung, auf was es sich basiert, wie es heißt, Mulle sinnfrei. Und die Farben sind doch der Knaller, ne? Also den finde ich absolut klasse. Ich finde auch ihr Bild ganz schön. Und das ist der Name Manana Lana. Dann hat sie mir noch eins mitgegeben. Oder ist sie auf dem Ding? Das habe ich hab's gar nicht gesehen. Ein kleines Herzchen. Ist das ein Herz? Das sind Füße. Das sind zwei kleine Füße. Dann habe ich was ganz Schönes von ihr bekommen. Es heißt Rotes Auge. Das ist Merino Superwash auf Katmantinbase. Merino Wolle, Mulle sinnfrei. Schaut euch mal diese geniale Färbung an. Wunderschön. Auch da habt ihr wieder eine wunderschöne Erklärung. Also ich finde sie klasse. Ich werde euch den Link von ihrem Shop reinsetzen und dann könnt ihr ein bisschen stöbern gehen, ne? Also sie macht das wirklich sehr, sehr, sehr gut und ich freue mich, also hieraus werde ich was ganz Feines machen, weil es ist super weich, es piekst nicht. Und hieraus werde ich mir Socken machen. Ich werde ganz lange Socken daraus machen. Also das werden große, ich werde das ganze Knäuel verstricken. Da wird nichts übrig gelassen, weil ich finde, die Färbung ist mega klasse schön. Ja, und das war's. Mehr habe ich euch nicht zu zeigen, ne? War ich fleißig? Ah, doch! Mann! Ich habe ja schon die Sophie wieder angefangen. Bin ich aber auch. Also seht ihr, wie ich bin, ne?
Das wollte ich euch im Grunde zeigen. Ich habe dann schon angefangen mit meinem Schiebschiss-Garn. Habe ich angefangen, wieder meine Sophie zu machen. So, da bin ich jetzt. Und die ganze Sophie wird grün werden. Die ganze Sophie. Und ich finde sie immer noch interessant zu häkeln. Und wie ihr seht, ich kann auch wieder häkeln. Ich kann mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Es geht ein bisschen langsamer. Manchmal muss ich drei, viermal zurückspulen, weil ich dann wieder, ne? Und was natürlich problematisch ist, wenn man mit einer Farbe macht, das ist ein bisschen schwierig, weil sie sagt dann, ja, dann sticht man unter die Farbe da an, aber ich habe ja immer die gleiche Farbe, also muss ich da schon aufpassen, wo ich einsteche. Aber wie ihr seht, das wird meine. Ich habe für die Decke habe ich im ganzen 4000 Meter Wolle bestellt. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 130 Meter. Genau, also ein Schiebschissgarn. Genau. Und das ist butterweich. Es ist butterweich. Ich kann euch sagen, was es ist. Es ist 78% Baumwolle und 22% Acryl. Also es ist was Wunderbares. Genau. Das war's, Leute. Wir haben noch 2 Wochen Schule und dann haben wir Ferien und dann geht's bald zu Susanne und da freue ich mich schon drauf. Gewinnspiel lasse ich laufen bis Schulende. Dann habe ich auch Zeit, euch es zuzusenden. Macht fleißig mit und seid ehrlich. Ich würde mich wirklich interessieren, was euch an den Podcasts am meisten interessiert. Es gibt ja jetzt ganz viele, es gibt ganz viele unterschiedliche, es gibt einige, die ich mir gar nicht anschauen kann, weil sie mich einfach langweilen. Es gibt auch einige, die finde ich immer wieder klasse, die könnte ich mir 100 Mal angucken. Also sagt mir, was ihr so an einem Podcast, was euch so gefällt, ne? Das würde mich mal echt interessieren. So. Und ich danke euch nochmal für die ganz, 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 ganz lieben, aufmunternden Worte. Das hilft mir immer, immer sehr. Ich weiß, jeder sagt das, jeder sagt das. Aber für mich ist es wirklich richtig wichtig. Dann denke ich immer, du bist nicht so alleine mit dieser Sauerei. Und das, genau. Ich grüße alle meine ganz, ganz lieben, lieben Zuschauer. Ich grüße euch alle mal. Ich schicke euch ein Küsschen. Ich bin froh, dass ich euch habe und wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, jetzt mal ein bisschen früher als in 2 Wochen, wenn ich nicht wieder alles verschlafe. Ansonsten wir sehen wieder in 2 Wochen sein und ich wünsche euch was. Wie gesagt, wie ich immer sage, bleibt mir gesund und munter. Ich probiere es auch und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao und bitte fleißig mitmachen. Es lohnt sich. Ich sag's euch, es lohnt sich.